Hallihallo, ganz herzlich willkommen im neuen Video, ihr Lieben. Und es ist jetzt wieder mal nachmittags, der Laden ist zu. Ich habe richtig schön Zeit und Ruhe, mit euch ein tolles Video zu drehen. Und ich habe ein schönes neues Thema, nämlich ich habe einen ganz tollen neuen Balkonkasten. Und der hat auch noch einen Innenkasten und eine Aufhängung. Und da habe ich auch ganz tolle Blumen dafür ausgesucht. Aber das ist nur so die kleine Vorschau. Und da gibt es ganz viele Details dazu im Video. Und ich zeige euch jetzt auch mal aus dem Laden und aus dem Hof noch mal ein paar Aktualitäten zuerst. Kommt mal mit! Ja, die Ladenrundschau, die ist bei allen immer ganz besonders beliebt. Und neben meinem schönen Kartenregal gibt es ja auch immer, ich weiß nicht, ob ich das mal gezeigt habe, wie schön wir auch Gutscheine einpacken, dass wir da immer so ein kleines Plateau machen, wo wir die Gutscheine draufsetzen. Das ist auch immer sehr beliebt. Dann gibt es natürlich, kann man alles mit einem Herz dekorieren, Sträuße oder viele Geschenke. Und wir planen schon wieder Hochzeiten. Man sieht es daran, dass wir die Blumen hier in den Laden stellen, nahe vom Fenster, weil Licht und Wärme öffnen Blumen. Und das sind jetzt hier so lilane Inka-Lilien als Dromerien. Die sollen sich jetzt hier mal öffnen und deswegen stehen die jetzt hier so schön am Licht. Und ich hoffe, die tun das ganz schnell. Und es gibt auch noch andere neben unseren Schnittblumen, die wir hier haben. Hier schon ein bisschen runtergeräumt, weil hier ist das Klimagerät. Und sobald ich, das macht zu viel Krach fürs Video, aber sobald ich hier verschwinde, geht natürlich das Klimagerät sofort an und dann wird hier richtig schön wieder runtergekühlt. Lilien brauchen wir auch offen. Und die sind ja ein Wahnsinnstraum, ja, diese tolle Blüte. Und was wir immer machen ist, was viele nicht wissen, damit die nicht so stäuben, die haben ja hier diese Staubgefäße und die kann man einfach, ich habe jetzt leider keinen Mülleimer daneben, einfach hier anpacken und einfach so rausziehen. Und wenn die rausgezogen sind, dann sieht die Blüte so aus. Und dann können die nicht mehr diesen Dreck machen, weil hier sieht man zum Beispiel so im Ansatz, diesen leichten Lilienstaub und der lässt sich schlecht wegwischen, aber wenn man, Moment, einmal kurz probieren. So, wenn man pustet, dann geht er weg und dann ist die Lilie wieder strahlend weiß. Ja, dann ansonsten die Vorbereitungen für Hochzeiten laufen auch hier. Es gibt hier weiß-lila ist das Thema, es gibt hier lila Nelken, traumhaft schön. Dann gibt es hier eine Protea, die nennt sich Bridal Blush. Ich glaube, das sind so Blüten, die eigentlich viele, viele von uns noch gar nicht kennen und nicht gesehen haben. Und die fragen immer, was ist das denn? Ja, dann haben wir hier kleine weiße Lilien, die sich öffnen müssen. Und auch noch eine so schön franzig, immer in die Ecke gelehnt. Das sind Trossnelken, die sollen also diesen fedrigen Charakter geben. Und hier haben wir wunderschöne, richtig große, ja genau, man sieht hier alles Hochzeit, sprich Finger weg für den Alltag. Und das sind hier so richtig große Töpfe. Also man sieht es an meiner Hand, dass wir da ganz lange Calandrie-Blüten haben mit langen Stielen. Und die können wir, und die halten auch so schön. Das heißt, selbst wenn es am Samstag 30, 35 Grad hat, ich habe die Wettervorhersage nicht angeguckt, die halten das auf jeden Fall aus. Aber bevor wir zum jetzigen Videothema gehen, dann gehen wir doch zusammen erst nochmal in den Hof. Weil da wollte ich euch noch mal was zeigen. So wie ihr wahrscheinlich aus meinen Videos wisst, liebe ich Dipladenien. Hier seht ihr also mal den lebenden Beweis dafür. Diese wunderschönen Blüten und hier sieht man auch diese ganz kleinen Knospen. Das gibt alles den ganzen Sommer über Blüten bis zum Frost. Und diese wunderschönen Dipladenien, die habe ich schon in einem anderen Video in einen Balkonkasten gepflanzt. Das war dann ein Kunststoffkasten. Da blende ich nochmal den Link dazu ein. Die gibt es auch in Weiß. Ja, ist auch genauso. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr große, sehr schöne Dipladenie. Und die gibt es auch noch ein bisschen kleiner.
Und dann gibt es verborgen hinter unserer Glanzmispel gibt es auch noch die Pladenien in weiß, in diesen kleinen Töpfchen. Ja, und hier ist eine Glanzmispel. Und ich wurde ja gefragt, auch schon von YouTubern, ich habe Glanzmispel blühend verwendet in Videos. Und tatsächlich diese rötlichen Spitzen, die werden jetzt also auch im Laufe des Sommers grün und werden die im Frühjahr wirklich so ganz dunkelrot austreiben. Ändert sich die Farbe, aber tatsächlich wachsen die auch wirklich, je nach Standort, wachsen die auch verschieden. An sonnigen Standorten sicherlich auch anders als an schattigen, weil sie machen weniger Blüten an den schattigen Standorten. Ja, und die sind vor allem im Frühjahr traumhaft, um die in Sträuße zu binden. Da habe ich auch ein richtig schönes Video gezeigt und habe die auch die Blüten gesteckt. Dann gibt es auch für Balkonkästen, zum Dazupflanzen gibt es sehr schönes Grün. Das ist also ein kleiner Euonymus. Der hat hier so gelb-grüne Blätter. Es gibt hier eine Mühlenbeckia mit diesen Blättern. Oder es gibt den Efeu, der also auch die mit dem weißen Rand. Es gibt einen Efeu, der ganz grün ist. Es gibt einen, der ein bisschen geschlitzter ist. Also da ist es wirklich toll, die Sortenvielfalt zu nutzen. Hier ist ein Efeu, der wie marmoriert ist. Den werde ich auch heute verwenden für meinen Balkonkasten. Und kleiner Tipp, jetzt kommt ja auch die Urlaubszeit. Also es lohnt sich, die Töpfchen, hier sieht man das jetzt gar nicht so ganz, die Töpfchen hier in Untersetzer zu stellen und dann alle Töpfchen mit einem Untersetzer zusammen zu wässern. Und dann ist es auch viel einfacher für die Nachbarn zu gießen. Und man sieht auch, wie knackig die Pflanzen sind und wie sehr die das danken, dass die so einen feuchten Fuß haben, weil es ist jetzt einfach heiß und die wollen auch gern gut versorgt werden. Und so haben wir auch viele von unseren Pflanzen in diese Untersetzer gestellt. Also große Untersetzer sind eine ganz tolle Anschaffung für diese heißen Tage. Und hier sieht man auch noch was Schönes zum Beipflanzen in Balkonkästen. Das ist Weihrauch. Der ist jetzt hier noch sehr, sehr, sehr kurz, ja, aber der wird richtig lang. Und wenn man den in den Kästen pflanzt, der wird also bis zu 1 Meter lang. Schön ist natürlich, wenn man den schräg pflanzt. Sorry, die Schülerinnen haben hier Unterricht aus und die quaken hier über die Gasse. Aber ist egal, das gehört jetzt mit dazu zum Video. Ja, und der Weihrauch, der lässt sich so ganz toll schräg pflanzen und kommt ganz toll ins Hängen. Ja, und eine schöne Auswahl für das Video habe ich drin schon getroffen. Deswegen gehen wir jetzt wieder rein. So, zurück in der guten Stube. Ja. Zeige ich euch doch meinen Neuerwerb. Aber bevor ich euch den zeige, der ist nämlich mega cool, zeige ich euch mal noch andere Sachen. Augenblick. Eins nach dem anderen, weil es muss ja noch Steigerungspotenzial geben. Ja, also ich habe schon ganz tolle Blumen für den Kasten mitgebracht und habe dann auch, damit wir ein bisschen Höhen haben, habe einen schönen Salbei, der so lila blüht, mitgebracht. Ganz tolle Mini-Petunien, die man hinter mir sieht. Und noch einen von diesen schönen Efeus aus dem Hof. Und ja, es gibt also Körbe, also entweder man macht sich auf dem Balkon einen Kasten, ja, einen Balkonkasten hin, da gibt es ja eben diese Kunststoffkästen, die jeder von uns kennt. Ja, ist jetzt ganz nett, aber ist halt Kunststoff und wir hätten es ja eigentlich gern schön. Floristen hätten es ganz schön meistens, ja, ich auch, weil ich bin ja aus dem Schöngeist und ich bin ja auch immer schön mit meinen Blumen und ich hätte auch gern, dass die Blumen schön in Gefäßen sind. Und deswegen habe ich heute was ganz Tolles mitgebracht als Alternative zu den, ja, zu dem klassischen Kunststoffkasten. Da gibt es also zum einen, gibt es hier so einen schönen, ja, so ein Körbchen, das ist jetzt auch mit Folie innen drin. Da kann man dann Löcher schneiden, legt einen Drainagevlies drüber. Drainagevlies habe ich hier eine richtig große Rolle mitgebracht. Das ist wasserdurchlässig und lässt aber die Erde nicht so durch. Das heißt also hier einfach 2 Löcher reinschneiden, ein bisschen Drainagevlies drüber legen und schon suppt nicht die ganze Erde raus. Und das ist, die haben jetzt so Metallbügel. Und die kann man auch sehr schön am Geländer einhängen. Und ich finde, das ist doch schon viel stimmungsvoller, als so einen Plastikkasten hinzuhängen, oder?
Ich glaube, ihr stimmt mir sofort zu. Ja, also dieses Kästchen, dieses Körbchen, Hängekörbchen, das ist 29 cm breit, von der Tiefe her 18 cm und ja, lässt sich also mit diesen zwei Metallbügeln, die ist wunderbar einhängen am Geländer. Finde ich total süß, wer sagt, oh, das ist mir jetzt eigentlich zu klein. Dafür habe ich natürlich eine Lösung, ne? Ist ja klar. Dafür gibt es die nächste Größe auch. Und auch wieder mit diesen schönen Metallbügeln, auch wieder mit Folie ausgeschlagen. Lässt sich also auch ganz toll bepflanzen. Und man kann ja auch sagen, vielleicht mittig einen größeren hängen und links und rechts zwei kleine. Ist auch so schön. Ich finde eine ungerade Anzahl an Kästen, an Werkstücken immer schön. Dann gibt es so eine Symmetrie. Ja, ist immer schöner. Der große, der hat dann dagegen 46 cm Breite. Und jetzt zeige ich euch auch mal, also ich würde euch die auch verschicken natürlich. Ich verschicke ja öfters Körbe und ihr fragt ja auch immer wieder. Hier kostet der kleine 14 Euro und der größere 24 Euro. Also das ist jetzt schon sehr schön und dadurch, dass die mit Folie ausgeschlagen sind, kann man die eigentlich super, super verwenden. Ist eigentlich schon eine tolle Sache. Ich stelle die mal einfach zum, ja, so als, ja, so, das mal so als Reminder. Lasse ich die mal hier stehen fürs Video hier hinter mir. Und jetzt habe ich natürlich die mega super duper Lösung. Und da, Moment, rappel, rappel. So, und hier kommt jetzt also die Lösung, die eigentlich sehr, sehr lange, ja, lange anhält und die natürlich auch wirklich klasse in jeder Hinsicht ist. Das ist jetzt ein Balkonkasten. Der ist auf dem, ja, der ist hier auf so einem Gestell. Sieht man das? Nee, ich drehe das mal andersrum. Also das ist ein Balkonkasten, ein Plastikkasten, aber der passt ganz genau in diesen Korb rein. Das heißt, es ist jetzt tutti completi und damit man das schön flexibel verstellen kann, ich halte euch das jetzt mal in die Kamera, das Ganze, ist es jetzt hier so ein Metallgestell, wo der drauf ist. Ja, da ist der also richtig, richtig schön zum Hängen. Und dann ist natürlich jetzt noch hier die super Lösung. Diese Bügel, die lassen sich auch noch verstellen. Ja, die kann man also dann aufschrauben. Das ist so eine kleine Flügelschraube. Und dann kann man die Bügel genau so verstellen, wie die Breite von dem eigenen Geländer ist. Und kann das ganz genau einstellen, dass der wunderbar hängt. Und dann macht man, da braucht man nicht mal einen Schraubendreher dazu. Und dann macht man die Schraube wieder zu und hängt den auf. Und das ist jetzt natürlich eine sensationelle Lösung, weil das ist wirklich die Sache, wo man, wie man auf Dauer diesen Kasten ganz toll hängen kann. Ja, und hier sind noch, das sind auch noch so kleine Metallstücke, dass der Plastikkasten innen den Abstand hat zum, ja, zu dem Metall. Und dann ist hier noch, Moment, das gucke ich mir jetzt auch noch mal an, hier unten, ach ja, und dann ist noch, genau, es ist ja, soll ja nicht so einfach sein, und dann ist hier unten noch so ein kleiner Bügel, dass der Kasten also nicht so hängt, sondern dass der gerade hängt. Das ist natürlich auch noch gut, dass der unten auch den Abstand zur Wand behält. Also ich glaube, die haben sich echt was ausgedacht dabei und das ist einfach jetzt mal ausgereift. Ja, dieser Kasten, den verschicke ich für 45 Euro und der hat, ich glaube, ich muss das alles noch mal dazu schreiben, der hat eine Breite von, oh, der ist jetzt auch schon schön groß, der Korb hat 67 cm Breite. Ja, also der ist jetzt schon so richtig, richtig schön groß und die Tief ist er 21. Okay, ich muss mir nachher erst nochmal einen Zettel nehmen und das alles aufschreiben. Und jetzt kommen wir also erstmal zu dem Innenkasten, bevor wir uns mit dem Korb befassen. Der Innenkasten, der hat hier zwar Löcher und die sind auch, seht ihr mich durchs Loch? Nee, nicht ganz. Also, das sind zwar Löcher, aber die sind so ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das ist, ich finde, das ist eigentlich nicht die optimale Lösung, weil wenn ich diese, die sind zwar offen, aber wenn ich das so lassen würde, dann wird immer so eine Pfütze in dem Kasten stehen. Und ich finde es eigentlich nicht gut, wenn das Wasser nicht abläufen kann, weil die Pflanzen hätten ja eigentlich immer nasse Füße. Und um dem Abhilfe zu schaffen, bohre ich jetzt einfach nochmal Löcher rein. Ja, habe mir die Bohrmaschine schon hingelegt. So.
da reichen jetzt auch 4 so kleine Löcher, weil das Wasser hat ja wirklich den ganzen Tag Zeit. Wasser sucht sich seinen Weg, bekanntermaßen. Ich habe mal mit einem Kunden die Diskussion, ob das Wasser denn abgelaufen wäre oder ob die oder ob die Löcher zu klein waren. Dann habe ich gesagt, weißt du, das Wasser hat den ganzen Tag Zeit, das sucht sich seinen Weg. Also das glaube ich nicht, dass irgendwie da ein Problem war, dass es nicht ablaufen konnte. Klar, Löcher dürfen sich nicht zusetzen, ja, aber ich würde jetzt in so einem, in einem Kasten von dieser Größe, würde ich tatsächlich nur wirklich einen Vlies, also den kann ich euch auch mitschicken, das ist jetzt hier so ein Drainagevlies, würde ich tatsächlich nur einen Vlies legen über die Löcher. Ich würde jetzt nicht groß Drainage machen, weil das ist jetzt so flach und ich würde mit jeder Drainage, würde ich den Pflanzen Erde nehmen, also sprich würde ich die Pflanztiefe reduzieren. Das ist eigentlich schade, ja, und das finde ich besser so. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserer Gestaltung von diesem schönen Kasten. Es gibt übrigens auch immer, falls jemand Interesse hat, die Werkstücke, falls jemand sagt, ich bin aus der Nähe und ach, das hat mir jetzt so gefallen, ich würde diesen Kasten genauso wie er ist gern kaufen, dann, falls ihr das wollt, feel free, ihr könnt euch bei mir melden, ihr könnt den Kasten so wie es erwerben. Der einzige Nachteil ist natürlich, das geht jetzt tatsächlich nur, wenn jemand mit dem Auto kommt und selber abholt. Aber das kann ich natürlich nicht so verschicken, weil ich kann die Pflanzen, ich kann Engelstrompeten verschicken. Da haben wir noch schöne und da kommt auch noch eine tolle Engelstrompeten. Ja, eine Geschenk-Deko-Idee, wie ich diesen Topf toll dekorieren kann. In einem der nächsten Videos, ich habe da schon wieder Ideen in der Pipeline. Aber solche, so einen Kasten mit so Pflanzen, der geht auf dem Postweg leider nicht. Aber Körbe und Kästen, meine Körbe, die sind mittlerweile in Holland, in Österreich, in ganz Deutschland natürlich eh, in Hamburg ganz viele. Geil, liebe Katrin. Hm. Ja, und also es gibt doch so ein paar Anschriften, auch im Ahrtal, also da wo doch recht viele Sachen von mir sind. Oder auch in Pforzheim bei der lieben Christa. Sind auch so Besteller, die immer wieder so schöne Werkstücke nehmen. Ja, also wichtig ist, es ist ratsam, die Pflanzen vor dem Setzen ist am besten, wenn man die nochmal taucht, ja, wässert. Und immer tauchen, bis es nicht mehr blubbert. Und dann ist das so richtig schön im Erdreich drin. Das Wasser, man merkt auch, hier ist das Wasser auch bis gleich. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich habe ein Efeu, eine Pflanze genommen, was viele gar nicht wissen, ist, ich kann den wunderbar teilen. Ja? Ich nehme den jetzt und setze einen Teil links und einen Teil rechts rein. Und so habe ich an beiden Seiten einen wunderschönen Abschluss in meinem Kasten. Ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen Erde holen. Ein Eimer Erde reicht nicht, um diesen Kasten zu füllen. Augenblick, ich bin sofort zurück. Also ich selber pflanze auch unheimlich gerne immer mit Handschuhen, weil ich habe überhaupt keine Lust, dass meine Finger tagelang mit Erde ja, dreckig sind. So, und jetzt mal also ein kleines Farbenspiel, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich würde gerne den Salbei ein bisschen mittiger und habe mir vorgestellt, dass ich eine weiße Petunie. Ach, wisst ihr was, bevor ich lang erzähle, ich mache einfach. Ich glaube, das ist besser. Ja, diese kleinen Petunien, die sind ja auch so, so süß. Und da kann man ruhig ein paar reinpflanzen. Oft ist es ja tatsächlich so, wenn man dann so am Arbeiten ist, dann merkt man ja so, dass einem eigentlich dann die Gestaltung und die Ideen kommen und dass man kann gar nicht alles planen vorab. Man guckt einfach, wie gefällt es einem gut, was ist eine schöne Mitte. Und tatsächlich würde ich jetzt auch zwei von den Salbei als Mitte pflanzen. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann würde ich drumherum wieder Petunien pflanzen. Also immer schön festdrücken, ja, immer gut Erde drumherum.
um die Pflanzen machen und immer nochmal, kennt ihr ja auch, ja, immer die Erde, die man um die Pflanze rum macht, die nochmal festdrücken. Und was natürlich schön ist, die Petunien kann man ja sogar so ein bisschen schräg pflanzen. Und ich hatte zuerst zwar überlegt, ob ich Rot mit ins Spiel bringe, aber ich finde, Rot passt jetzt hier nicht rein. Wir bleiben tatsächlich bei Weiß-Lila. Das gefällt mir jetzt auch echt am besten dazu. Und ich würde jetzt dabei bleiben. Lila, ja, lila eine Petunien und weiße. Und dazu den Salbei. Ich finde, das ist jetzt eigentlich ja die schönste Variante. Und ja, vielleicht ist ja jemand hier aus dem Frankfurter Gegend und sagt, oh, so einen Kasten wollte ich die ganze Zeit schon gern. Dann schreibt mich an, youtube@flowerstyle.de. Einmal gibt's ihn, der Erste bekommt ihn, wer sich meldet. Ich bin gespannt. Und ja, ansonsten alle anderen, die sagen, oh ja, ich möchte es gern machen, dann schreibt mir ebenso eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de und ich versende euch natürlich diesen traumhaft schönen Kasten, selbstredend, klar. So, ich wege noch mal ein bisschen ab und angießen werde ich nachher noch. Angießen ist natürlich ganz wichtig, ist ja klar. So, also das Ganze kommt dann jetzt hier in unseren schönen Korb rein. Und ich würde sagen, boah, der hat ganz schön Gewicht. Und ich würde sagen, das war doch jetzt, oh, sieht das toll aus mit dem Korb und mit dem, wow. Also das ist jetzt echt super. Genau, ich nehme das gerade an den Bügeln und halte es mal so hoch. Und ich finde, das macht so eine Stimmung in diesem Korb drin und so toll mit dem Hängen. Also es ist, ich muss das mal so drehen. Das ist jetzt echt der Knaller. Ja, und das war jetzt auch schon meine heutige Arbeit in dem Video. Ich mache noch ein bisschen Erde weg und ich stelle das morgen vor den Laden. Mal gucken, ob es jemand nimmt oder ob jemand von euch schreibt. Ich bin total gespannt, was passiert. Aber ich finde, es ist jetzt mal wieder so schön, dass man eigentlich echt überlegen kann, diesen Kasten und der ja immer jahreszeitlich, saisonal schöne Pflanzen reinzumachen. Das Schöne ist, den Efeu kann man als Basisbepflanzung lassen. Man macht wirklich nur die Blüten immer neu rein, also die saisonale Bepflanzung. Und da kann ja im Herbst können dann schöne Eriken rein. Im Winter kann man Gaultherien reinmachen und auch diese grünlichen Koniferen, die ja auch so hochgehen können. Im Frühjahr Frühlingsblüher. Ja, und so kann man saisonal immer was Tolles pflanzen. Und wer sagt, oh, ich will eigentlich gar nicht so viel Blüte tauschen, der macht einfach ein bisschen mehr dauerhafte Grünbepflanzung und setzt weniger Blühendes dazwischen, weil dann hat man einfach weniger Arbeit. Aber es ist einfach schön. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Ich freue mich auch über euer Feedback, über eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Bestellungen. Ich verschicke immer gern. Ich habe viele Kisten im Keller und ich werde auch als Verpackungskünstler bezeichnet. Und das finde ich auch immer total nett, wenn ihr das so schreibt. Und es kam alles gut an bis jetzt. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und ja, ihr Lieben, und außerdem vergesst nicht, die Glocke zu klicken, ja, so dass die schwarz ist und dann werdet ihr immer erinnert, wenn ein neues Video von mir da ist und verpasst auch keins mehr. In diesem Sinne, habt ein wunderschönes Sommerwochenende und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!